Obwohl sich Bangladesch wirtschaftlich entwickelt, ist Armut in ländlichen Gebieten immer noch weit verbreitet. Viele Menschen können sich inzwischen aber teurere Lebensmittel leisten. Darum ist auch die Nachfrage nach Hühnchen stark gestiegen. Der Hühnerbauer kann aber leider nicht genügend Hühner produzieren, um diese Nachfrage zu decken. Er hat zu wenig Futter zur Verfügung. Doch warum genau? Um das herauszufinden, wollen wir die gesamte Wertschöpfungskette für Mais, das Futter der Hühner, genauer unter die Lupe nehmen. So funktioniert das Ganze. Die Wertschöpfungskette besteht aus 4 Parteien. Die Mühle bekommt den Rohstoff vom Maishändler. Dieser kauft den Mais beim Bauer. Nachdem die Mühle den Mais zu Futter verarbeitet hat, liefert der Maishändler das Futter an die 4. Partei, den Hühnerbauer. Der Maishändler steht also mit allen Parteien in Kontakt und hat damit viel Potenzial, die Situation zu verbessern. Aber wer ist denn nun dafür verantwortlich, dass zu wenig Hühner produziert werden? Tatsächlich besteht ganz am Anfang der Wertschöpfungskette das Hauptproblem. Der Bauer produziert nicht genug Mais. Das passiert nicht absichtlich. Der Bauer hat einfach nicht das Wissen, um mehr oder besseren Mais herzustellen. Zudem weiß er nicht, wie groß die Nachfrage ist. Das Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert für ihn also nicht. Swiss Contact hilft in dieser verzwickten Situation als Vermittlerin. Man kontaktiert den Maishändler, da dieser innerhalb der Wertschöpfungskette als Bindeglied fungiert. Er erhält eine umfassende Schulung über korrekten Maisanbau. Zusätzlich überzeugt Swiss Contact ihn davon, mit dem Bauer eine Vereinbarung zu treffen. Sie beinhaltet, dass der Maishändler sein Wissen weitergibt, dem Bauer hochstehendes Saatgut und Biopestizide organisiert und ihn laufend über die Preise informiert. Der Bauer verspricht dem Maishändler, seinen Mais in der gewünschten Menge und Qualität zu liefern. Auch die Bank spielt eine wichtige Rolle. Der Maishändler ist jetzt kreditwürdig, da er einen Vertrag mit der Futtermühle eingegangen ist. Denn nur so kann es sich dieser leisten, das Vorwissen zu erlangen, um allen Mitgliedern der Wertschöpfungskette eine Hilfe zu sein. Durch dieses System, es nennt sich Inclusive Markets, profitieren alle. Der Maishändler, da er regelmäßig größere Mengen Mais kaufen und verkaufen kann. Der Bauer, da er besser Bescheid weiß über Anbau und Bewirtschaftung und so mehr Einkommen generieren kann. Und der Hühnerbauer, denn er produziert und verkauft mehr Hühner. Wenn das System erst einmal ins Rollen kommt, ist es ein Selbstläufer. Da die anderen Bauern die Vorteile eines Vertrags mit dem Maishändler sehen, wollen sie auch auf den Zug aufspringen. Auf der Welt gibt es über 2 Milliarden Menschen, die mit unter 2 Dollar pro Tag auskommen müssen. Die Einbindung in die lokalen Märkte eröffnet diesen Menschen echte Zukunftsperspektiven für Beschäftigung und Einkommen. Dank Swiss Contact können bis Ende 2017 600.000 Maisbauern in Bangladesch ihr Einkommen erhöhen und aus eigener Kraft den Weg aus der Armut finden. Swiss Contact ist dabei die Vermittlerin. Anstatt direkt Aktivitäten umzusetzen, bringt Swiss Contact die lokalen Marktteilnehmer zusammen, damit diese die Arbeit selbst leisten. Swiss Contact übernimmt im Markt also keine aktive Rolle. Die Interventionen werden immer sorgfältig auf die lokalen Bedingungen abgestimmt. Nur so bleiben die Maßnahmen auch bestehen, nachdem sich Swiss Contact zurückgezogen hat.